Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem neuen Video. Ganz ungeplant, Apple hat gerade das iPad 4 mit 128 GB vorgestellt. Ja, es ist soweit, Leute. Das Ganze nicht irgendwie auf einer Keynote oder so, ganz Apple-typisch, sondern in einer Pressemitteilung. Diese ist momentan nur auf Englisch verfügbar, auf der müsst ihr ein paar Links durchklicken. Ich packe euch den Link unten in die Beschreibung rein. Ja, und da schreiben sie, dass jetzt das iPad 4 mit 128 GB vorgestellt wurde gerade, also wurde mit dieser Pressemitteilung gerade rausgegeben, ja. 799 Euro soll wohl die kleinste Wi-Fi-Only-Variante kosten und ab 929 Euro gibt es dann die LTE-Version. Das Ganze gibt es dann ab dem 5. Februar schon, ja. In eurem Apple Retail Store in der Nähe oder im Apple Online Store bestellbar. Was haltet ihr von dieser ganzen Sache? Findet ihr es blöd, dass die jetzt keine Keynote veranstaltet haben, sondern es einfach nur über so eine billige Pressemitteilung rausgegeben haben? Ich find's nämlich voll kacke irgendwie. Und ja, was sagt ihr dazu? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Alles runter damit in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, dass wir jetzt so schnell darüber berichten. Das war's. Ciao, haut rein!